1200 Studierende tummeln sich derzeit an der Fakultät für Informatik, Kommunikation und Medien. Auch hier wirst du individuell gefördert und genießt eine maßgeschneiderte Ausbildung mit hervorragenden beruflichen Perspektiven. Technische Studien sind sehr gefragt im In- und Ausland. Und mit dem Studium von Hagenberg haben viele Personen Praktika oder Berufe bei Pixar, ProSieben, Sony, Microsoft, Nokia, Google und dergleichen gefunden. Im Mittelpunkt der Studiengänge steht IT für verschiedenste Anwendungsbereiche. Biologie, Medizin, Medien, Sicherheit, Mobilkommunikation, Business oder auch E-Learning. Du lernst intelligente Soft- und Hardware in diesen Bereichen nicht nur anzuwenden, sondern auch sie zu konzipieren, zu planen und zu realisieren. Beim Studium in Hagenberg ist es so, dass man kein technisches Vorwissen braucht. Ich habe einen Abschluss im Gymnasium gemacht, habe dadurch eben keine Ausbildung im Computerbereich gehabt. Aber man hat eben im ersten Jahr sehr viel gelernt vom technischen Hintergrund und ist dadurch schnell mit den anderen, die was am technischen Abschluss gehabt haben, auf selben Niveau gewesen. Ein wesentlicher Vorteil der akademischen Ausbildung an der Fachhochschule ist der konsequente Praxisbezug und die starke Einbindung in die Forschung. Die Fakultät ist Teil des Softwareparks Hagenberg, der sich durch die einzigartige Verbindung von Wirtschaft, Forschung und Bildung im Bereich Software zu einem der dynamischsten und erfolgreichsten Technologiezentren Österreichs entwickelt hat. In Hagenberg wird der Praxisbezug sehr groß geschrieben. Studierende arbeiten in der Forschung im eigenen Haus sowie auch an anderen Unis und helfen auch Unternehmen im In- und Ausland bei der Entwicklung von Projekten. In Hagenberg gibt es durchaus auch ein großes Freizeitangebot. Das reicht von sportlichen Aktivitäten bis hin zu Feste und Veranstaltungen, die von den Studierenden selbst veranstaltet werden. Es ist halt so, untertags wird studiert und am Abend hat man dann seinen Ausgleich zum Studium. Dass die Studenten sich nicht nur beim Schulbankdrücken treffen, dafür sorgen die zahlreichen Freizeitaktivitäten rund um den Campus.